Das Jahr 2019 neigt sich langsam dem Ende zu. Die Spandauer sind immer noch ungeschlagen, doch das letzte Spiel ist nochmal ein richtiger Kracher. Es ist Derbyzeit in der Wasserball-Bundesliga. Am letzten Spieltag des Kalenderjahres empfangen die Wasserfreunde Spandau 04 die SG Neukölln. Hauptstadtclub gegen Hauptstadtclub. Ein prestigeträchtiges Duell. Ein ganz besonderes Spiel ist es auch für den Torhüter der Wasserfreunde Florian Thum. Dieser war nämlich in dieser Saison von der SG Neukölln zu den Wasserfreunden Spandau 04 gewechselt. Für ihn hat das einen ganz plausiblen Grund. Ich versuche mich jetzt in der Nationalmannschaft durchzusetzen. Ich möchte am besten auch nach Olympia, nach Tokio mitfahren. Und da die Trainingsbedingungen hier einfach sehr viel besser sind, wie gesagt mit den 8 Einheiten in der Woche, wollte ich das mal probieren. Für die Zuschauer in der Schwimmhalle Schöneberg gibt es bei diesem Derby noch eine Überraschung. Dirk Klingel-Klingenberg, er war schon da, wo Florian Thum auch gern hin möchte. Olympia nehmen. Klingenberg, seines Zeichens ehemaliger deutscher Nationalspieler und Leistungsträger bei den Wasserfreunden, schlüpft noch einmal in die Kappe seines ehemaligen Vereins und beweist, dass man auch mit 50 Jahren immer noch quietschfidel sein kann. Er trägt seinen Teil zum Spielgeschehen bei, genau wie Florian Thum. Auch dieses Spiel gewinnen die Wasserfreunde souverän. Wie eh und je, 21:9 müssen sich die Gäste aus Neukölln geschlagen. Aber wie ist das eigentlich, gegen die alten Teamkollegen zu gewinnen? Ich glaube, ich 15 Jahre da gespielt. Und ja, es ist natürlich komisch, nach 7 Jahren Bundesliga gegen die alten Leute zu spielen, war auch ein bisschen aufgeregt, aber ich denke, meine Vorderleute haben das ganz gut gemeistert und mir den Job eigentlich recht einfach gemacht. Nach 9 Spielen in der Wasserball-Bundesliga haben die Spandauer immer noch keinen Punkt abgegeben. Die letzte Probe in diesem Jahr wartet dann am 13.12. in der Champions League. Aber in der Bundesliga gehen die Spandauer ungeschlagen ins Jahr 2020.